Ihr kennt mich, Leute. Wenn ich etwas mache, dann mache ich es zu 100%. Und das heißt auch, wenn ich sage, ich kaufe mir einen guten Monitor, dann übertreibe ich es vielleicht auch ein bisschen. Bin ich ein bisschen übers Budget hinausgeschossen? Maybe. Aber ich bin halt immer noch der Meinung, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Das ist mir so unangenehm. Und ich meine, ich verdiene ja auch das Geld von euch pro Monat, dass ich es in gute Technik investieren kann, oder? Also ich habe eventuell 1000 Euro in den Monitor investiert, okay? Ich habe eventuell 1000 Euro in den Monitor investiert. Ich weiß nicht, ob ich stolz drauf bin, aber ich bin auf verschiedene Gaming-Hardware-Webseiten gegangen und habe nach Best Gaming Monitor 2023 gesucht. Und da ist der bei rumgekommen. Der hat 4K. Der hatte 240 Hertz. Der hat eine Bildwiederholrate, glaube ich, von einer Millisekunde. Na, ja, eine Millisekunde. Und dann dachte ich mir so, es ist mein Job. Für sowas verdiene ich Geld. Dass ich mir sowas holen kann. Und ich habe mich dann erst wieder sehr mies gefühlt, aber dann dachte ich mir, ich glaube, besser kann ich das Geld, was ich durch euren Support verdiene, nicht investieren. Ne, und habe zugeschlagen. Eigentlich habe ich nur gekauft, weil er Odyssey heißt und mein Mario Odyssey-Fan hat dann gesagt, ich gönne mir den. Das ist mit dem nächsten Fortnite-Turnier von Amar wieder drin.